So, und da sind wir wieder zurück und haben jetzt hier vor uns die netten Damen hier alle aufzusuchen und mal zu schauen, was jetzt hier Sache ist. Und das machen wir jetzt. Wir fangen an mit Vespula. Und hopp. Die Straße war voller Gedärme. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann die bist du 50 dran. Schritte, denke ich mal, können wir auch eben laufen. Sagt, du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hey. Hilfe. Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Nehmt das Geld und geht. So läuft das nicht. Vespula zahlt oder sie kriegt eine Lektion erteilt. Ihr habt sie bereits zurechtgewiesen. Jetzt geht, bevor ich euch eine Lektion erteile. Na komm, Gold ist Gold. Danke, oh danke. Dass ich es hätte sie jetzt Leute auch gibt, verkloppen die aus können, aber das hätte sie wieder nicht so toll Herzensgüte gefunden. Fremden helfen. Deswegen habe ich bezahlt. Nicht nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Die Gerald? Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Gerald, richtig? Gerald. Ich bin mit Rittersporn durch die Bordelle gezogen? Nicht Gerald. Gerald. Oh, das tut mir leid. Das musst du mir erklären. Ich habe Rittersporn durch die Bordelle gezogen? Hat er gesagt. Und dass ich sein Ein und Alles wäre, er aber mit den falschen Leuten unterwegs sei. Mit dir und diesem Zwerg, der aussieht, als hätte eine Kuh ihn abgeschleckt. Hat gesagt, ihr wärt ihm ein schlechtes Vorbild. Wein, Weib. Und Gesang. Ja. Hat er das auch von uns? Ich werde mal ein Wörtchen mit ihm reden. So, eigentlich bin ich ja wegen Rittersporn hier. Was meinst du? Wo könnte Rittersporn sein? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan, der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Ja. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Mit wem war er denn beim Hafen? Diese Frau, mit der er am Hafen war. Wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Dann wird es wohl nicht Ciri gewesen sein. Danke für deine Hilfe. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Sag ihm. So. Dann werden wir direkt ein paar Punkte sammeln, die wir dann nachher noch wieder verteilen können. Na, kleiner Hundi, alles gut. Hier, Martin, die Gänse. So, dann gehen wir nochmal zu Elial. Ewiges Feuer. Ja.
Ich glaube, hier geht's. Mein Mann trägt seine Mistgabel wie du auf dem Rücken. Ihr seid willkommen, beide. Willkommen. Ach Gott, das ist ja diese Schwuchtel. Dieser. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist oh das. Oh Gott. Warte kurz. Ich will hier raus. So, Messer? Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Ich glaube, den Rest will ich wirklich nicht wissen. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was dann passiert ist. Hör doch auf. So betrunken war er nicht, dass er das nicht gemerkt hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Hab ihm das auch gleich gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Warum? Ich weiß, kleidest es geht du dich mich so? Nichts an, aber warum? Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Aha. Wolltest du nie jemand anders sein? Nein. Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Nein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. So, wo habt ihr denn Also erstmal, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Und worüber habt ihr geredet? Worüber habt ihr gesprochen? Bitte keine Details. Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Ah ja. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Danke. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, ja. Rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie an. Aber ich glaube, der hat noch genügend Karten. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Nee, ich möchte gar nichts sehen. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Ich falsch verstehe. Bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Das hättest du gern. Doch keine Gewinnkarten. Dann gehen wir. Wiedersehen. Bis dann. Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Ja, von meiner Mutter wahrscheinlich. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, wir joggen da mal eben wieder hin. Wollen jetzt nicht Plätze bemühen. Ach hier, alles voll Flüchtlinge. Jeder Schritt von dir beobachtet wird. Hilfe. Ja, ja, Hilfe. Ich sterbe. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Da sind Mäusekötel im Brot.
Was? Das sind Mäuseköttel im Brot? Das sind Rosinen. Ach, das sind Rosinen. Warum riechen sie danach scheiße? Du willst das wissen. Vielleicht solltest du deine Hände waschen. Ja, das, Die Dialoge sind manchmal zu köstlich. Ich sterbe. Warum müsste sich dieser Magier ausgerechnet in meiner Gasse in die Luft jagen? Hallo, Tag, Tag. Haben wir hier oben schon? Hallo, Herr Kaufmann. Willkommen. Ja? Was darf ich dem ehrenwerten Herrn bringen? Vielleicht neue Schnabelschuhe? Ich habe kein echtes Paar, aber die Größe kommt hin. Nein, ich brauche jetzt gerade keine Schnabelschuhe. Aber danke Gut. fürs Angebot, ich überlege Zeig mir, was du hast. Guter Mann, was habe ich nicht? Und für jeden etwas. Wer sucht, der findet. Auch noch günstig. Ja, das interessiert mich jetzt aber alles nicht so. Jo, tschüss auch. Danke. Komm bald wieder. Hier ist es am billigsten. Hm. Schönen guten Tag. Grüß Sie. Grüße. Was willst du verpfänden und wie viel brauchst du? Was lässt dich darauf schließen, dass ich Geld brauche? Braucht jeder mal. Du siehst nicht aus, als wärst du reich. Und du riechst auch nicht ja, so. Ja Gott, ich habe gerade vor 3 Wochen geduscht. Klar. Dann willst du dir vielleicht ansehen, was die weniger Glücklichen verpfändet haben? Das wäre eine Idee. Du scheinst ein erfahrener Kredithai zu sein. Bist du schon lange ein Kredithai? Ja, seit ich ein kleiner Knirps war. Du hast deinem Vater ausgeholfen und das Geschäft übernommen, als er starb? Nein. Mein Vater hat mich verpfändet und nie eingelöst. Ah, ja. Dann zeig mir doch mal, was du so anzubieten hast. Zeig mir, was du anzubieten hast. Jo, ist ja rasend viel, ne? Ändere dein Leben, ein Handbuch. Dann nehmen wir das doch mal mit. Ja, wahnsinnig viel mehr hat er ja nicht. Bis dann. So, das würde ich natürlich gleich gerne mal lesen. Ändere dein Leben. Das müsste jetzt ja eher unter Bücher. Da ist es doch. So, Lösung. Ändere dein Leben. Ein Handbuch. Und so zog ich Jakob der Rebell, einst bekannt als Freigeist und außergewöhnlicher Kämpfer aus Nazair, mit seinem unzähligen Tavernen und der Wildnis Serikaniens mit letzter Kraft mein Floß an Land. Ich hatte es aus einem alten Stiefel, einigen Riemen und einem geborstenen Fass gefertigt und es war so vollgelaufen, dass ich damit keine 2 Ellen mehr hätte übers Wasser bleiben können. Nun aber stand ich auf festem Boden und das war alles, was zählte. Ohne eine Menschenseele in Sicht und mit wild knurrendem Magen begann ich die Gegend zu erkunden. Es gab kein Wild auf der Insel, doch jede Menge Früchte. Ich aß derer so viele, dass mir der Saft schon fast zu den Ohren herauskam. Dann sammelte ich Holz, um mir daraus ein Nachtlager zu errichten und nächtens ein Feuer unterhalten zu können. Da stieß ich auf eine seltsame Pflanze, die mein Leben für immer verändern sollte. Ich erkannte zunächst nicht ihren Wert und benutzte sie verschwenderisch als Brennmaterial. Doch so wie sie zu schwellen begann, füllte ihr süßer Duft meine Nase. Ich fühlte mich leicht und meine Sorgen waren wie weggeblasen. Ich widmete die folgenden Jahre der Erforschung dieses Wunderkrauts und seiner Eigenschaften. So konnte ich eine Methode entwickeln, die das Leben all jener verwandeln wird, die sie anwenden. Man beginnt wie folgt. Ja, super. Und weiter? Ganz toll. Hallo, ich will mein Geld zurück. Hallo, Sie da. Wo ist er? Da. Ich will mein Geld zurück. Hallo. Frechheit. Gehen Sie da nicht rein, der betrügt. Hallo, der da hinten betrügt. Gehen Sie da nicht rein. Ja, Sie müssen nicht Danke sagen. Das habe ich gerne gemacht. Gesundheit! Hallo, aufmachen. Guten Tag. Guten Appetit. Anderlecht, nicht wahr? Ja, richtig. Deine
Deinesgleichen findest du. Das ist auch so schön. Sitzt beim Essen und da kommt einer durch deine Wohnung durch. So. Tag. Bist du mager? Hallöchen. Ich bin der neue Aushilfslehrer. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Ja, ist ja gut. Gott. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan. Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann du Ratte gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Klauen wir hier mal die Bücher. Na gut, ich lese es später. Jetzt. Wir sind für heute fertig. Ja, nehmt das ist eure gut. Sachen und geht nach Hause. Beeilt euch, sonst verpasst ihr den Bus. Das stimmt nicht. Woher willst du das wissen? So, guten Tag. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Oh, die Welt der Pilze in Bildern. Kenne ich auch. Vielleicht. Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Er hat ein Gedicht über dich geschrieben? Also, er hat ein Gedicht über dich geschrieben. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Ja. Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Toll. Nein. Also. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Hast du ihn danach denn nochmal gesehen? Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Ja, dann leben wohl. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Für welche Hilfe denn? Er soll sich nicht mal bedanken. Wüsste jetzt nicht, was wir da erfahren hätten. Mein Papa ist Hexenjäger. Ihr sollt nach Hause gehen. Zack, zack. Und die warte mit dem Essen. Oh. Hallo, schönen guten Tag. Kuscheln, groß. Hier geht's wohl nicht weiter. Immer diese Energieverschwendung hier. So. Na, Lunke, willst du mich etwa erpressen? Ja, unbedingt. Hallo. Haben wir uns denn schon kennengelernt, schönes Kind? Bist du ein Künstler? Ein Schwertschlucker? Ja, absolut. Nein, ein Hexer. Noch nie gehört. Was? Was hast du anzubieten? Was hat der Koch denn heute zubereitet? Hätte ein paar Quint. Oh, das sieht lecker aus. Komm. Wir nehmen uns doch mal ein paar Knödel mit. Knödel sind immer gut. Dann nehmen wir uns hier lecker gebratenes Fleisch mit. Der schöne Apfel. Bratapfel. Wir wollen den Bratapfel mitnehmen. Und ja, ein Brot nehmen wir auch mit dazu. So, mehr brauchen wir auch nicht. Das wird ein leckeres Mittagessen heute Abend. Mittagessen heute Wiedersehen. Abend. Jo, tschüss. So, wo ging's denn hier raus? Ich setze meine Hoffnung auf. Haben Sie hier keinen Notausgang? Tag. Alter, pennt er hier? In aller Öffentlichkeit?
Hüpf da mal hoch. Hallo. Aufstehen. Irgendwas stinkt hier. Naja, nee, tot ist er nicht. Er bewegt sich noch. Wo ist denn der Weg? Ein Sturm. Verdammt. Ja, verdammt, ein Sturm. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Was gibt's denn hier? Das nirgendwo. Das nirgendwo im Irgendwo. Junge, jetzt kommt ein Sturm. Geh nach Hause. Nein, ich zeig dir nicht mein Schwert. Wie kommst du mir denn vor? Hallo, guten Tag. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ach, hier ist gar keiner. Ist zum Schlafen gegangen. Sie sollten wirklich ihre Tür abschließen. Ich meine, ich bin ja ein ehrlicher Steuerzahler. Ich habe ein Diplom darüber, aber es könnten auch windige Gestalten hereinkommen. Molly. Oh, Molly kenne ich noch aus GTA. Ob es die gleiche ist? Wahrscheinlich eine Vorfahrin. Oh, ah, ein Schlagbrett. Meins, alles meins. Zack. Lektion in guten Umgangsformen. Mit welchem Messer wird der Fisch gegessen? Darf eine Dame sich bei heißer Witterung ohne Strümpfe herauswagen? Hält man ein Weißweinglas am Stiel oder im Kelch? Wer den Umgang mit der feinen Gesellschaft Novigrad sucht, erhält gegen eine geringe Gebühr die Antworten auf solche und ähnlich schwierige Fragen von Graf Nugatte, einer weltweit anerkannten Autorität in Sachen gute Umgangsformen. Ja, das merken wir uns vor. Persönliche Bekanntmachung. Witwer, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent, besitzt ein Vermögen in Münzen und Liegenschaften, sucht eine alte Jungfer oder kinderlose Witwe, gleichen oder etwas höheren Alters, vorzugsweise aus Grundbesitzerfamilie. Interessenten schicken ein Schreiben mit ihrem realistischen Abbild an Postlagerung Gildorf, CO Romantik. PS, Briefe ohne vollständigen Namen mit Adresse werden nicht beantwortet. PPS, Frauen der älteren Völker zwecklos, vor allem Halblinge. Und noch wählerisch. Gesucht, erstklassiges Brennholz. Der Kult des ewigen Feuers ist am Ankauf von Brennholz bester Qualität interessiert. Wer es liefern kann, soll nicht nur gut verdienen, sondern kann sich auch so am Kampf gegen Ketzerei und Wollust beteiligen, weil das Holz für die Scheiterhaufen zum Einäschern von Magiern und anderem Abschaum verwendet wird. Seine Exzellenz, Cyrus Engelkind Hemmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Prosa in Groß. Am kommenden Dienstag erfolgt eine Lieferung der aktuellen Prosa Cadvins an das Lagerhaus beim Platz des Hierarchen. Nur für Großabnehmer. Nilfgaardisches Kulturfest abgesagt. Es schmerzt mich, mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter war Atre. Traurig, ich habe mich so gefreut. Wichtig! Die Ware nicht befummeln! Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden! Der Rat der Freien Stadt Novigrad. Gut. Also, nicht befummeln. Guten Tag, waren wir hier schon mal drin? Ja, ja, du mich auch. Hab die doch nicht so. Ach, das ist so, ist das nicht der Betrüger? Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und nee. Es gibt viel zu oder? Sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Aramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Oh ja. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennt. Jetzt glaube ich, dieser Kuriositätenladen, der ist gut. Aramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. So, dann erzähl mir doch mal von den Artefakten. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Das klingt logisch. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du ja, hast. Ja, zeig mal. So, alles mit Ausrufezeichen nehmen wir natürlich mit. Ausrufezeichen sind immer wichtig.
wir irgendwas übersehen? Die ist schlechter als unsere. Schädel brauchen wir nicht. Nö, ich glaube mehr. Ach komm, wir nehmen noch über die Kunst des Manövrierens mit. Der Pferdepfeifer nehmen wir auch mit. Zusatzinformationen sind auch immer gut. So, mehr. Was ist das hier? Meistergegenstand mitnehmen. Fistech mitnehmen. Alles Meistergegenstände. Eine Laute. Nö, mehr brauchen wir aber, denke ich, im Moment nicht. Wir können ja sonst später nochmal wiederkommen. Wiedersehen. Wiedersehen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Tristan fragen. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal zu Molly. Oh. Hallo. Lass mich doch raus hier, du. Dieses Wetter macht mich ganz wohl, das ist ein wohlhabender Städte. Ah ja. Gib mir dein Geld. Ich bin ehrlicher Steuerzahler, ich kann es beweisen. Ich habe ein Diplom. Ein Jodeldiplom, habe ich was Eigenes. So, hier wohnt Molly irgendwo. Hallöchen. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Frech werden, junger Mann. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Aha, Molly ist Kammerzofe. Hm. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Jetzt guckst du doof, du blöder Wächter, ne? Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ich habe Vorlies in Visima getroffen. Die haben wir ja auch. Damals, ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Visima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emreis? Nein. Dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ja, aber erst möchte ich eigentlich, dass du deinen Wachposten mal bestrafst. Sie wollte mich nicht abweisen. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Auch die Vielleicht Olle kann Wegelgut. Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Ja, einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Selbstverständlich begleite ich euch gern. Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Aber erst muss ich der Wache nochmal die Zunge rausschicken. Guckst du doof, ne? Ha. Es lädt. Und es lädt. Und es lädt noch weiter. Heute lädt es am Po. Wegelgut anwesend, einige Stunden später. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Aha. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plätze genannt. Die graue Stute ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich schöne wette Pferde. Auf den schwarzen Hengst da, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Ein schönes Tier. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. So, weißt du denn viel über Pferde? Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ja, das ich versuche nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Absolut. Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel.
in Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Absolut. So, wir werden das Rennen natürlich mitmachen. Allerdings werden wir das erst morgen tun. Also ich werde es gleich tun, ihr werdet es morgen sehen. Denn für diese Folge kommen wir jetzt erstmal wieder zum Ende. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ihr könnt ja schon mal gewisse Pferderennwetten auf mich abschließen, ob ich das schaffe oder nicht. Wir werden es sehen und ich freue mich auf morgen. Wäre schön, wenn du bis dann wieder reinschaust. Bis dann. Tschüss.